Dadurch, dass ich die Älteste bin, muss ich immer die schützende Hand auf die Jungküken legen, immer schon seit ich klein bin. Und deshalb bin ich wahrscheinlich charakterlich von uns die Korrekteste geworden und muss immer schauen, dass alles im Zaum bleibt, wenn die anderen zwar ausbrechen aus den Normen, die die Gesellschaft von uns möchte. Ich freue mich halt wirklich ganz besonders. Ja, ich freue mich. Das ist ein Wahnsinn. Ich freue mich so viel, ich sag's euch. Freust du dich auch? Ja, ich freue mich auch. Ich meine, freust du dich wirklich? Ja. Bist du ganz sicher? Ja, ich freue mich auch. Ja, sie freut sich eh auch. Dann sind wir uns einig, freuen wir uns alle drei, oder? Volle Kanne heißt es heute nicht nur für uns drei, volle Kanne heißt es halt auch für euch. Für mich ist es sehr einfach, weil wir uns so gut verstehen. Die ersten zwei Jahre haben wir uns ein bisschen was beruflich ausstreiten müssen. Jetzt hat jeder seinen Platz auf der Bühne sowie hinter der Bühne und deswegen, also es glaub uns nie mehr, aber wir streiten echt nie. Es passt einfach perfekt und wir sind die wichtigsten Menschen für uns und die liebsten Menschen. Die zwei sind meine besten Freundinnen und gleichzeitig meine Firma und gleichzeitig meine Familie. Also wir sind irgendwie gesegnet, was das betrifft. So empfinde ich es. Ja, ich finde es genauso. Wenn man volles Glück, dass man so gern mögen, dass jeder den anderen ergänzt. Und da muss ich wieder meine Eltern, glaube ich, ins Spiel bringen, weil die haben uns wahrscheinlich das total gut vorgelebt, wie man die positiven Seiten eines Menschen unterstreicht und nicht die negativen. Dem, dass wir eine Familie sind, ist, dass wir, wenn wir auf Tour sind, ist das immer wie ein Familienausflug. Also es ist nie so, dass man sich unwohl fühlt, weil man dauernd, also man kommt dauernd in eine neue Umgebung, man muss mehr flexibel sein, man lernt dauernd neue Leute kennen. Aber dadurch, dass du immer deine Familie mit hast, fühlst du dich immer geborgen und sicher und hast eigentlich nie ein Unsicherheitsgefühl. Und das ist eigentlich jetzt ein Wahnsinnsvorteil, weil wir sicher viel mehr Spaß und ein viel vertrauteres Gefühl zu dritt oft haben, als wenn man allein unterwegs wäre. Ich bin wirklich sehr begeistert von den drei Damen und wie der Name ja schon sagt, Dornrosen. Der dornige Teil war bis jetzt der Männerwelt gegenüber also sehr, sehr human und darum bin ich also sehr, sehr froh. Und der rosige Teil, muss ich sagen, ist für mich der Teil, dass ich ganz begeistert bin von den drei Damen, musikalisch, gesanglich, einfach toll. Ja, tatsächlich, es waren die ganze vergangene Woche Leute da, die einfach angerufen haben und gesagt haben, kennt man nicht Dornrosen, möchten so gern. Und ich immer sagen müssen, tut mir leid, aber es ist ausverkauft. Wir hätten tatsächlich ein drittes Mal, wenn die noch einen Termin frei gehabt hätten, sie auch ein drittes Mal einer gebracht. Also wir bemühen uns und dank dem Hans Johann gelingen uns da manchmal echte Knaller, wie der James Blood Almer, der vorigen Sonntag auftreten ist, wo man bedenkt, dass das einzige Konzert in der Steiermark war, das er gegeben hat. Und die Leute waren unglaublich begeistert. Und es haben uns wirklich viele gefragt, wie schafft sie das, dass ihr solche Größen da herkriegt. Unser Weg ist ja schon über 10 Jahre lang. Und wir haben mit 5 Leuten im Publikum angefangen. Und wir sind jetzt einfach auf einem Weg, wo die Leute in diese Säle und Hallen, wo wir spielen, gerne und gut kommen. Und der Weg soll einfach das sein, dass die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht noch ein bisschen größer wird, beziehungsweise dass die Leute weiterhin gern kommen und dass wir einen Spaß haben. Und deswegen ist es für uns überhaupt jetzt nicht so, dass, wow, jetzt kommen plötzlich so viele Leute, sondern es ist ganz eine natürliche Entwicklung, wenn man so lange daran arbeitet und das ist unser Hauptberuf und wir machen ja nur das und deswegen ja, ist es für uns eigentlich normal und wunderschön. Es ist nämlich so, dass als Frau bist du eher oft nur aufs Aussehen reduziert und das freut uns natürlich, wenn wir was machen können, was dann auch unter gehobenere Unterhaltung fällt. Ist natürlich Fleiß auch dabei, überhaupt am Anfang, man muss einfach, erstens muss man ein gutes Produkt bringen. Musik.
eigentlich in dem Moment, in dem man merkt, dass es abstumpft, fängt man an, was Neues zu machen. Weil man natürlich, man beschäftigt sich ja Tag und Nacht irgendwie damit. Und man merkt ja dann selber, sagen wir, man hat das Programm 100, 200 oder wie viel Mal gespielt. Und natürlich ist das nicht mehr so aufregend wie beim ersten Mal. Aber es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung und vor allem, du fängst dann an, viel mehr zu interagieren und aufs Publikum zu schauen. Und das werden dann andere Dinge vielleicht ein bisschen wichtiger, als dass du jetzt im richtigen Moment den richtigen Satz warst. Meine Philosophie ist, den Moment leben und positiv in den nächsten treten. Ich finde, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat, dann kann man gut leben. Wenn man nicht zufrieden ist, soll man was ändern.